Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ich bin heute in Chur unterwegs und das nicht einfach zum Plausch, sondern weil ich gehört habe, dass hier eine neue Firma eröffnet hat, die sich der E-Mobilität und Tesla widmen. Und zwar nicht im Verkauf, sondern mehr im After-Sales, im Supportbereich, wenn man das eine oder andere Problem oder Service in Anführungs- und Schlusszeichen zu machen hat. Die Firma heisst EZTech und der Martin und der Dario sind hier tätig und sie erzählen uns jetzt, was sie genau da machen. Ja, hallo miteinander. Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ja, es geht im Bereich E-Mobilität, schwergewichtig Tesla. Wir fahren alle in der Schule relativ lang Tesla, kennen die ganze Tesla-Szene natürlich auch in der Schweiz. Und aus dem aus ist eigentlich auch so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir halt relativ oft einmal Leute gefragt haben, oder, wo könnte man Tesla bringen. Nachdem das Garantie abgelaufen ist, Garantie arbeitet natürlich übrigens Tesla, ist klar. Aber jetzt gerade Leute mit älteren Fahrzeugen, alte oder ältere Model S, Model X und so weiter, wo dann halt nachher irgendwelche Sachen müssen oder wollen machen lassen. Und wenn sehr oft halt auf Suche nach Garagen sind, die etablierten oder konventionellen Garagen sind da halt ja, zu einem sehr grossen Teil recht skeptisch, wenn die Autos zum Teil nicht mehr innen oder auf den Lift nehmen. Weil sie einfach das Know-how noch nicht haben, oder? Sie haben das Know-how nicht, sie haben irgendwo auch Angst oder Respekt bis hin zu, ja, dass man für jede kleinste Arbeit einen Hochvolt-Ski braucht oder das Gefühl haben, fast sie werden abrennen auf dem Lift oder was auch immer. Ja, das war so ein bisschen die Idee gewesen. Und wie du auch gesagt hast, um das gesamte Thema E-Mobilität herum, also nicht nur das Auto selber, ich habe auch sehr oft Anfragen im Bereich Ladeinfrastruktur, also gerade im Mieterumfeld oder Eigentümerumfeld oder Leute, die jetzt auch nicht nur Tesla, die jetzt das Auto in der Heim laden, was brauchst du für Ladegeräte, muss die Infrastruktur aussehen, da haben wir auch jetzt Partner, also Stromer, Elektriker, die man darauf zugehen könnte. Und dann machen wir auch so ein bisschen Beratung. Geht hier eigentlich auch, was ich jetzt auch schon öfters gemacht habe, Auslieferungsbegleitung bei neuen Tesla, wo die Leute einmal auch, wenn sie unsicher sind, gerade wenn es der erste ist. Oder auch Beratung im Bereich Occasionskauf, haben wir auch noch relativ oft Anfragen. Das sind einfach Leute, die jetzt als ihren ersten Tesla vielleicht mal auch ein älteres Model S relativ günstig kriegst heute. Wir kaufen, aber halt nicht genau wissen, wo man sie heranschauen. Ist die Preise in Ordnung von dem Auto, ist alles in Ordnung. Das ist auch so die ganze Bandbreite um das Thema herum. Aber wenn wir jetzt im Servicebereich reden, das, wo wir dann auch noch etwas konkreter anschauen, das kann ich auch bei Tesla machen. Warum soll ich denn zu euch kommen? Das ist richtig, das kannst du bei Tesla machen auch. Warum sollst du zu uns kommen? Gibt es eigentlich verschiedene Facts. Also das eine ist schon mal, wie wir alle wissen, sind die Servicezentren relativ hoch ausgelastet. Tesla hat nicht sehr hohes Interesse, sage jetzt abgesehen von der Garantiearbeit, die sie machen müssen, eigentlich da noch grossen Service machen, weil eben halt sie müssen schauen, dass sie ihre Sachen können machen, was sie müssen, also der Garantiebereich. Und aus dem heraus kennen wir es halt alle, ein Termin bei Tesla, je nach Servicezentrum, geht halt relativ lang. Das ist halt der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass der Stundenansatz sehr hoch ist, oder relativ hoch ist bei Tesla. Weiss man das? Sind das 250 Franken, ist eine Zahl, die man gehört? Ja, ich meine, es ist 250 Franken. Der Standard ist vor allem halt noch, in Graubünden gibt es halt keine Servicezentren, also muss man jedes Mal... Genau, also eben, wenn ich jetzt vom irgendwo, wo ein bisschen ungünstig wohne, habe ich halt relativ lange Anfahrtszeiten. Ja, jetzt eben gerade im Bündnerland Region Chur oder noch weiter weg. Viele ist halt auch ein paar Mal das Vertrauen, sage jetzt mal, zu Servicezentren nicht immer gehen. Da man halt viel gehört über die, sage ich jetzt mal. Und es dann halt, sage ich jetzt mal, eine Ansprechperson hat, wo man vielleicht ein Vertrauen kann aufbauen oder nicht immer neue Leute hat und alle halbe Jahr wechselnd. Genau. Halt immer das Gleiche. Dazu hast du vorhin noch ein Stichwort gesagt. Service hast du gesagt. Wir wissen, dass man im Vergleich zu einem Verbrennerfahrzeug, das ist einer der Vorteile bei der Elektromobilität, relativ wenig Servicearbeiten hat. Was konkret fällt jetzt an, wo man bei einem, wenn wir jetzt von Tesla reden, was konkret muss ich machen,
dass es nicht gefährlich wird. Also primär die sicherheitsrelevanten Themen wahrscheinlich. Und was gibt es noch? Kann man da ein paar Stichworte nennen? Ja, also eigentlich ist ja auch ein Auto, sage ich jetzt mal, fast wie das andere. Also es fährt auch auf der Straße, es hat auch Reifen, Bremsen und so weiter. Aber werden halt einfach weniger benutzt. Also jetzt Reifen zum Beispiel nicht, aber Bremsen oder Bremsflüssigkeit wird viel weniger benutzt wegen dem Elektromotor, wegen dem Rekuperieren. Aber es gibt halt doch ein Filtersystem. Model S zum Beispiel HEPA-Filter, die neue Reihen Y jetzt auch, vorher einfach ein Kohlefilter, oder? Bremsflüssigkeit ist hydroskopisch, das heisst, sie nimmt Wasser auf. Und das heisst, ein Bremsschlauch ist aus Gummi und Gummi ist nicht zu 100% dicht, sprich, kommt auch Luft und Feuchtigkeit rein. Also auch wenn man Bremsen nicht braucht, nimmt die Flüssigkeit Wasser auf. Und das ist schlecht, weil wenn über 8% Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit ist, dann hat man Tendenz, dass die Bremsflüssigkeit durchgeht. Im Fall von einer Notbremse oder so ist es halt relativ schlecht. Wäre suboptimal. Ja, genau. Und nein, es gibt halt diverse Sachen, eben Bremsen sind ein Thema, Filter. Aufhängig ist auch bei jedem Auto, oder? Es kann mal zum Beispiel wie Model 3 und Y, das ist immer noch nicht ganz behoben das Problem. Die Querlenker oben sind nicht ganz gut abgedichtet. Bei den alten Model S sind es klar ein Fahrzeuggewicht halt ein bisschen. Und die kann man auch besser rein tun oder anders jetzt mal rein tun, wo man halt länger heben, bis sie halt ausgelastet sind für das, was eigentlich sind, oder? Und da muss man nicht immer von Tuning sagen, aber es ist eine Verbesserung vom Fahrzeug, die nachher halt hebt. Also man sieht, es gibt da etliche Themen, die vielleicht beim Kauf nicht an erster Stelle stehen, weil dann geht es um andere Themen, aber wenn man sich damit befasst hat, kommt irgendwann mal die Frage, was alles kann gemacht oder soll gemacht werden. Nebst dem Tuning, das ist ein anderer Bereich, über den reden wir heute nicht. Aber ich bin ja heute nicht allein gekommen, sondern ich bin mit dem Bluefire gekommen und Bluefire ist mein Model S, das ist ein sogenanntes Raven-Modell, das heute ein bisschen unter die Lupe genommen wird. Und es geht im Wesentlichen eigentlich darum, dass der HEPA-Filter jetzt nach 2 Jahren einmal gewechselt werden soll. Und ich habe ihn vorher gesehen, es ist irgendein Paket da vorne. So, da haben wir das Paket. Das da links, das brauchen wir nicht beim Tesla. Das ist etwas Unbekanntes. Aber das da hier, ich tue das, ich weiss nicht, aber vielleicht ist das das erste Unboxing von einem HEPA-Filter von Tesla. Das Premiere. Achtung, kannst du schnell haben, Dario. Merci. Ta-da-da-da. Das hört nicht mehr auf, das hört nicht mehr auf. Etwa 3 Meter ist der lang. Ja, der hat überhaupt Platz. Das ist ein, also ich bin gerade ein bisschen geklopft von der Grösse her. Das ist ein Riesenteil. Gut, jetzt haben wir den gesehen. Und jetzt tun wir miteinander, also ich tue das Dokumentieren machen, tue es voran, glaubt der Dario. Ich bin gespannt darauf, wie der aussieht, der drinnen ist. Warum muss man den wechseln? Gute Frage, ja. Also als Laie gehe ich jetzt natürlich davon aus, dass das primär ist, weil eben, wie der Name sagt, das ein Luftfilter ist und der Pollen und Luft filtert und irgendwann wird der dreckig, verstaubt und hat nachher nicht mehr die Wirkung, die er eigentlich soll bringen. Das hast du genau schön gesagt, so ist es. Das ist genau so ein klassisches Beispiel, oder? Wo der Dario auch vorher gesagt hat, oder Elektroauto hin und her, das sind halt Sachen, wo eine gewisse Lebenszyklus haben oder eine gewisse Abnutzung haben, wo man halt eben halt durch uns nicht mehr wechseln. Also 2 Jahre ist jetzt das Auto alt. Ist das so eine Grösse, wo man sagt, eben, das macht Sinn, dass man es gut wechseln kann? Ja, darum sind wir ja da. Also eigentlich ist, sag jetzt mal, alle 2 Jahre eh relativ gut, wenn jetzt mal jemand nebst der Arbeit oder Reifenwechsel mal sich alles ein bisschen anschaut, eben Querlenker, es gibt auch neben Antriebsstangen, egal was es ist, gibt es Verschleißteile, oder? Und da hat er alle 2 Jahre sicher mal jemand das unter die Lupe anschaut, ist sicher nicht schlecht. Und nachher eben gibt es halt so Kleinigkeiten oder ein Filtersystem, wo man halt vielleicht wechseln muss, weil die nachher verunreinigt sind nach der Zeit. Ja, so, das Einzige, was ich jetzt mache, dem Ganzen, ist, nebst dem Filmen, ist, ich habe
Der Frank, also der vordere Kofferraum, ausgeräumt. Der ist leer. Und ja, beim Rest bin ich froh, muss ich nichts machen, weil ich weiß nicht, ob es gut käme. Die Erben war auch schon nicht zu unterschätzen, wenn wir dort hineinschauen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich will das nicht verheimlichen. Ich habe, wie ihr hier seht, fein ein bisschen Kupfer dabei. Und das hat aber einen Grund. Das ist nicht, weil ich Ladeangst habe, wie man könnte meinen. Das ist für den Fall der Fälle. Wenn nämlich ich an einem Ort würde bleiben stecken, dann habe ich hier Kabel und Adapter für sämtliche Steckdosen in Europa. Ich habe es noch nicht manchmal gebraucht, ich weiss. Aber dann, als ich es gebraucht habe, bin ich froh, dass ich es hatte. Gut, lassen wir das. Also das Motto ist, lieber haben nicht brauchen, das brauchen wir nicht haben. Genau, genau. Also eins wollte ich vielleicht noch ergänzen, es wird bei jedem Elektroautomobilist irgendwann in seiner Karriere der Moment kommen, wo er auch bei bester Planung sehr froh ist darum, wenn er, egal an welcher Dose, weil es dann einfach nur eine wird haben, wenn er an der laden kann. Es ist das Gleiche wie beim Verbrenner. Auch der tut man regelmäßig das im Griff, aber es gibt Momente, wo man es dann vielleicht nicht im Griff hat. Und dann ist man dann froh, wenn man vorher kann suchen, welchen Adapter nehme ich jetzt. So, also, willst du schnell ein bisschen kommentieren, Dario, was du als erstes musst machen? Also, wo ist der HEPA-Filter ganz genau? Genau, also der Asub, wenn man uns schwer erkennen kann, wird da sein von der Luft. Das geht nachher hinterher. Und da zwischen innen, gegeben, ist der HEPA-Filter drin. Und jetzt nehmen wir das alles auseinander und schauen mal, wie der aussieht. Also. Tada! So, was sehen wir alles da unten? Also da ist das ABS-Steuergerätchen, oder? Da ist der Kompressor und das Luftfahrwerk. Viel mehr ist noch nicht drin. Da ist noch der Stabilisator vorderrechts. Und da sehen wir noch jetzt schon von, nach zwei Jahren, oder? Was das hier ablagert. Also da immer noch jetzt. Wir haben überall ein bisschen Dreck, oder? Und da ist es verschmutzt. Genau. So. Ja, ich glaube, es ist ziemlich augenfällig. Ja. Der Vergleich links alt und rechts neu. Ja. Genau. Gut. Was vielleicht noch anders ist als bei anderen Fahrzeugen ist, das Tesla schickt nicht nur den Filter mit, sondern das ganze Filterpaket. Bei allen anderen Herstellern ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt gerade bei den üblichen Herstellern zum Beispiel kriegt man da zum Beispiel nur das Filterpaket, also der Filter selber, oder? Okay. Und also der wird nur eigentlich der Filter einmal gewechselt. Wäre irgendwie ein bisschen nachhaltiger, denkt es mir, ja, oder? Aber ich glaube wahrscheinlich, weil es der HEPA-Filter ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum das ein ganzes Teil quasi machen. Aber ich vermute wegen dem HEPA-Filter. Thank you.
Epperfilter ist gewechselt, jetzt lassen wir das Auto hoch und schauen mal, wie es unten drin aussieht. Ganz genau. Okay. Hier meine ich noch ein bisschen behandeln, die rosten noch recht gern. Und da oben, da hinten gesehen, dass das rostet auch recht gern, dort spritze ich auch ein bisschen ein. Ja. Auf der anderen Seite durch den Hall. Genau. Und wieder spielen. Wenn wir es auch. Ja, wenn es ist auch nicht viel, ha? Ja, wir rekuperieren, gell? Was wollen wir bremsen? Stellen, aber das wird jetzt lastig. Der neue wird der, glaube ich, auch so viel wie gehört haben, aber ist das Problem auch ein bisschen besser. Okay. Ja, da sieht man jetzt den Flugrost, aber ja. Macht nichts, aber es wird nicht so. So, jetzt geht es unter das Auto. Jetzt sehen wir zum Beispiel dort die Antriebswellen, die haben auch noch gerne Flugrost, die könnte man auch einmal noch einsprayen. Machen wir nachher. Das machen wir nachher. Genau. Jetzt können wir alle Gelenke mal kontrollieren, ob man da irgendwo Speicher hat oder etwas. Stabi, auch wichtig, Stabi ist dann auch gerne aus. Genau. Wie ist der Stabi dran? Da ist der gut. Das ist der Stabi. Okay. Da hat es doch bei den früheren Modellen doch mit diesen Querlenkern auch ein Problem gegeben, oder? Das ist entweder der oder der, der hier abgerissen gegangen ist. Genau. Die sind dann rausgekommen. Aber das sieht gut aus da. He? Ja, ja, auch bei den neuen ist es kein Problem, weil da sind die glaub, dicke Bau oder anderes Material nicht mehr so wie die früher. Das heisst, bis zu welchem Modell, weißt du das, bis zu welchem Modell ist das Problem bestanden? Bis zum Raven, oder? Hat es dir gleich gelenkt, also 8 Schenkel? Also ab Raven ist neu jetzt. Genau. Also, das heisst für euch, wer noch keine Raven hat, sollte das vielleicht mal anschauen, wie das da unten aussieht bei seinem Auto. Jetzt schauen wir hier ein bisschen auf, schauen wir hier, ob etwas geht. Wenn es geht, ist nicht gut. Mit ihm gehen sie auch mal, das ist halt, weil es ein Gummigelenk ist. Ja. Bei den Eltern waren die Gummi noch viel weicher gewesen. Und das merkt man auch beim Fahren. Also die neuen sind zum Fahren wirklich ein Stück straffer. Wie Bahn gehen, ist das Bremsleiter da, der Halter los war. Der ist bei Bahnen weggeht. Da ist noch alles fest bei dir, das ist auch tiptop. Bremsleitung sieht auch gut aus. Genau. Also überall, wo man ein offenes Gewinde hat. Das tut jetzt quasi nachher tut das aushärten und ist einfach wie eine Wachschicht, die es darüber gibt, oder? Genau, ja. Ich tue meine Gummiteile immer mit Silikon behandeln. Bringt auch etwas, ja.
Das ist noch gut, ja. So, das war es, beziehungsweise fast gsi. Jetzt gibt es nämlich noch das Fazit. Mich interessiert es noch, wie das Auto jetzt zu Weg ist. Also nach 2 Jahren, ja. 2 Jahre, Oktober 2019, konnte ich meinen Raven abholen in Höri. Und jetzt, 2 Jahre später, haben wir mal so ein bisschen einen Aussencheck untergezogen. Was meinst du, Dario? Genau, ja. Haben wir alles angeschaut, einen kleinen Service noch gemacht, das was nötig war, HEPA-Filter, die Bremsflüssigkeit, vielleicht nach 4 Jahren mal, also nach 2 jetzt wieder mal drunter schauen. Aber bis jetzt alles tiptop, nichts gehabt, nie ein Spiel, nichts was gewechselt werden müsste oder was rosten würde oder so. Alles andere hat mich also jetzt überrascht natürlich, das ist klar. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich das weiss. Ja. Noch ein bisschen präventiv haben wir ein bisschen für Rost vorgesorgt, beziehungsweise gegen Rost mit dem Wachspray. Und jetzt gibt es natürlich noch die Frage, eben, ich bin heute in Chur, wann gibt es eine Filiale in Bern? Was meinst du, Martin? Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weit hergeholt. Aber ganz jung, die ganze Geschichte da, ja. Alles noch ein bisschen Aufbau, genau. Wir betreiben das ja eigentlich nebendran, also darum vorwiegend Wochenende und Abend, wie du am Samstag gekommen bist. Wenn jemand Interesse, das Bedürfnis hat, um etwas in seinen Tesla zu checken lassen oder auch etwas am Tesla machen, vielleicht aber halt auch Sachen, die man nicht bei Tesla selber machen kann, Thema Abänderung, Fahrwerksumbau, Tuning generell oder halt außerhalb so ein bisschen vom Standard im Bereich Individualisierung. Also das heisst zum Beispiel einer, der jetzt fern ist von dem, könnte noch einen Täufer legen mit neuen Stossdämpfern und allem, was das zugehört. Das ist sicher, sagen wir jetzt, glaube ich, eine der Kernkompetenzen für uns, oder? Dario hat das über ein Jahr lang gemacht, fast ausschließlich und ausschließlich Tesla. Der Hintergrund, natürlich, wo wir da jetzt bieten, ist natürlich auch die ganze Renngeschichte mit dem Racing-Team. Wir fahren ja verschiedene Renndisziplinen, aber vor allem Bergrennen. Das heisst, da können wir relativ viel Know-how reinbringen. Nicht nur das Rennteam von Tesla, auch der Rennhintergrund bei uns ist eigentlich relativ breit. Also ich früher mit Porsche, im Bereich Kart, RC, also Rennen ist eigentlich bei uns fast das ganze Leben schon begleitet. Ja, und das ist sicher auch ein Vorteil, den wir bieten, dass wir auch ich glaube, sagen, von was wir reden. Also jemand, der jetzt interessiert ist, sei es, weil er das machen will, was ich jetzt gemacht habe, oder einfach, was da immer angesagt ist, oder eben Interesse hat, etwas zu machen. Wie geht der vor? Wie kommt er mit euch in Kontakt? Ja, so Klassiker halt über die Webseite, also ectech.ch. Das sehen wir hier im Hintergrund, ectech.ch, genau. Genau, und dort haben wir eigentlich auch, sagen wir mal, das Angebot, das aktuell zur Verfügung steht, ist dort ausgeschrieben, wo man aber sieht, welche Arbeiten sind, Kontaktdaten sind drauf, wo in Fragen sind oder etwas Spezielles oder auch etwas, was dort nicht aufgeführt ist, einfach melden. Mit uns können wir über alles reden, wir sind da sehr offen, sehr stark bedürfnisorientiert. Kontakt aufnehmen und dann können wir das anschauen. Cool. Ich tue den Link noch unter der Videobeschreibung dazu und wer interessiert ist, meldet sich beim Dario oder beim Martin. Ja, das wäre es für heute. Bleibt dran, wir sehen uns wieder und vor allem bleiben gesund. Ciao zusammen.